Hallo meine lieben Freunde, endlich ist es wieder soweit. Messen und Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden. Und natürlich heißt das für uns auch, unsere Bodypaintings dürfen endlich wieder sein. Was wir heute machen, wir sind auf der 22. Hausmesse des Technikzentrums der Firma Werkzeuge Eilert in Chemnitz. Wo das Ganze stattfindet, ist das Event- und Kongresszentrum Kraftwerk, auch in Chemnitz. Was wir heute alles dabei haben, was heute so los ist, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Das Event- und Kongresszentrum Kraftverkehr in der Fraunhofer Straße in Chemnitz bietet eine eindrucksvolle Kulisse für Veranstaltungen aller Art. Heute zum Beispiel fand in der großen Eventhalle tagsüber auf 2200 Quadratmetern die Technikmesse mit ihren zahlreichen Ausstellern statt. Und jetzt, am Abend, dürfen wir mit unserem Showbody-Painting die Aftermesse-Party im angeschlossenen sogenannten Atrium bereichern. Bleibt dran und seht in den nächsten Minuten in einer Mischung zwischen Zeitrafferaufnahmen und Echtzeit-Videomaterial, wie dieses Bodypainting entstanden ist an dem Abend. Viel Spaß dabei! Wie ihr seht, wir hatten Spaß! Als Model heute dabei ist Jana. Wir durften schon einige Bodypainting-Projekte zusammen machen und auch heute wieder. Vielen Dank für deinen Einsatz, deine Geduld und deine super Performance an dem Abend. Ja, falls sich jemand wundert, warum hier die Häschen und Igelchen durch das Bild hüpfen, vielleicht könnt ihr es euch ja denken, wir versuchen das Ganze auch YouTube-konform zu machen, damit es hoffentlich ohne Altersbeschränkung sichtbar sein wird. Naja, deswegen hüpfen jetzt halt hier Häschen und Igelchen durchs Bild. Wenn euch bis hierhin gefällt, was ihr seht, dann vergesst nicht, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, das hilft uns sehr, und Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Unschwer zu erkennen, Basti ist hier voll in seinem Element, hochkonzentriert und mit der Airbrush-Pistole eine in der Hand, eine immer gleich griffbereit. Wen ich noch gar nicht erwähnt habe, ist unsere Biene. Sie ist auch schon ganz lange mit dabei. Sie ist Make-up-Artist und Stylistin und begleitet uns schon viele, viele Jahre bei den Bodypaintings, wo sie eben sich um das professionelle Make-up und Styling kümmert, aber auch mit der Airbrush-Pistole, mit dem Pinsel, auch mit Hand anlegt und da künstlerisch tätig ist. Ihre Seite verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Sie macht auch ganz viele tolle künstlerische Sachen. Schaut da einfach mal vorbei. Na, hast du auch Bock bekommen, dieses Erlebnis Bodypainting mal selbst zu erfahren? Dafür muss man keine Modelmaße haben. Wir bieten das auch für Privatleute an mit Fotoshooting. Dann hat man die Erinnerung auch an dieses Erlebnis für sich zu Hause. Oder hast du ein Event geplant, eine Veranstaltung? Sitzt du in einem Gremium für eine Kommune, wo die Stadtfeste geplant werden und ihr sucht noch ein Highlight, den Bringer für euer Event? Dann denkt doch mal an so ein Bodypainting. Wir verwandeln das Model ganz nach euren Wünschen, zum Thema passend. Und am Ende steht das Model eben auch noch für Fotos zur Verfügung oder sie läuft durch die Straßen und verteilt Flyer. Also das ist ein Gesamtpaket, was echt ein Hingucker ist, wo lange die Leute drüber reden und wo auch gerne Fotos gemacht werden oder was auch mal gerne in der Zeitung abgedruckt ist. Schreibt uns einfach an, ruft uns an, wir finden das passende Angebot für euch.
Gefällt euch unser Video und unser Bodypainting bis hierher? Dann zeigt es uns doch, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr gut findet. Oder vielleicht auch, was wir besser machen können. Das wäre super. Danke! Auch nicht fehlen bei dem Bodypainting. Der letzte Schliff, die finalen Pinselstriche und Jana, unser Model für heute, ist fertig. Was sagt ihr? Ja.